Nur einen Tag, nachdem Donovan McNabb zu den Redskins gewechselt ist, gibt es ein neues Trikot zu kaufen. NFL.com hat schnell reagiert und bietet das burgunderrote Trikot der Redskins mit der Nummer 5 von McNabb an. Am heutigen Dienstagmittag, Ortszeit in DC, werden die Skins ihren neuen Quarterback auf einer Pressekonferenz vorstellen. Die arme Baseball-Liga. Da startete an diesem Wochenende die Liga in die neue Saison und die böse NFL zog alle Augen auf sich. MLB-Commissioner Bart Selig war sauer darüber, dass die Medien in den USA vornehmlich über den Wechsel von Donovan McNabb von den Eagles zu den Redskins berichteten. Selig zu einem Reporter: Ich habe die Sportsender herauf und herunter geschaltet und sie redeten alle nur davon. Ich habe den Fernseher dann ausgemacht. Ja, Herr Selig, da sehen Sie mal, wie wir uns fühlen, wenn mal wieder ein Footballspiel wegen Ihrer keulenschwingenden Neandertaler nicht übertragen wird. Einen Tag, nachdem die Redskins Donovan McNabb verpflichteten, traf sich Head Coach Mike Shanahan mit Jason Campbell, um über dessen Zukunft zu reden. Der Quarterback hat die Hoffnung, bei einem anderen Team als Starter spielen zu können. Allerdings würde er den Skins keine Probleme bereiten, wenn die ihn behalten wollen. Das ist nicht seine Natur. Bis zum 15. April ist das Fenster für einen Wechsel Campbells noch offen. Die Bills, Raiders, Jaguars und Panthers sollen alle schon ihr Interesse bekundet haben. Die Rams machen reinen Tisch. Dass Quarterback Mark Walcher keine Zukunft mehr in St. Louis hat, war schon lange klar. Aber er gehörte immer noch in den Kader. Am Montag bekam der 33-Jährige die offizielle Kündigung. Kann man das als weiteres Indiz werten, dass die Rams Sam Bradford einberufen wollen? Das waren die Nachrichten aus der NFL von www.win-football.de. Mein Name ist Dave und ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.